Hallihallo, heute mal ein anderes Thema. Und zwar hat meine Tochter im Garten diesen Knochen ausgegraben. Der befand sich in der Schotterschicht auf dem Grundstück unterm Humus, also im Schotter an sich. Vermutlich um das Grundstück zu befestigen. Sieht aus wie ein Knochen, der aber schon relativ abgegriffen ist. Denn diese Macke ist beim Ausgraben verursacht worden. Laut einer Fleischerei Fachangestellte ist es kein Knochen von einem Rind oder einem Schwein. Es sieht aus wie ein Fragment vom Gelenk. Mir persönlich kommt er vor wie so eine Art Tuff oder Kalk. Stein. Also, oder ja, wie ein Sandstein vielleicht. Relativ leicht. Wer weiß, was es für ein Fragment sein könnte. Also, es sieht recht alt aus. Wie gesagt, ist auch schon abgegriffen. Und abgerundet von der Bewegung. Die Kante kommt vom Ausgraben. Geruchsneutral. Abmessungen. Moment. Zentimeter. Vier, fünf Zentimeter. Siebzehn, 18 Gramm. Ja. Also. Wer da irgendwas weiß, der kann sich gern melden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der überhaupt versteinert ist oder. Also. Ist wie so eine Art Sandstein. Ja. Jedenfalls ein interessantes Fundstück. Aus unserem Garten. Also wäre cool, wenn sich irgendjemand melden würde, was es genau ist. Von welchem Lebewesen das stammen könnte. Das wäre sehr interessant. Und vielleicht, wie alt dieses Knochenfragment ist. Also ich gehe fest davon aus, dass es irgendein Gelenk ist, so wie es aussieht. Also. Dass es überhaupt ein Knochen ist. Genau. Also dann. Ciao, ciao.